Geh rein. Oh. Hallo, willkommen beim Golfen mit Freude. Ich habe gerade eine schöne Runde gespielt und mich gefilmt. Und ich habe die Fehler gezeigt, die immer wieder bei unerfahrenen Golfern vorkommen. Ich bin sicher, dass wenn du diese Fehler in deine nächste Runde vermeidest, dass du eine gute Chance hast auf eine gute Runde. Viel Spaß! Über den folgenden Fehler wird nicht viel erzählt. Es passiert aber sehr viel, auch bei besseren Golfern. So, ich möchte auf die Fahne und richte mich jetzt so aus. Wie sieht es aus von deiner Perspektive? Klar, ich bin viel zu weit rechts ausgerichtet. Und warum ist das der Fall? Schaue diesen Abschlag an. Der Abschlag zeigt nach rechts. Und was man oft macht, wenn man nicht konzentriert ist, man richtet sich, wie der Abschlag ist, also parallel zum Abschlag. Und entweder wird man nach rechts schlagen oder automatisch muss man von außen schwingen und Kontakt ist vielleicht schlecht und das Ergebnis auch. So bitte vorsichtig, du musst dieser Falle entgehen, indem du dich immer richtig zu deinem Ziel ausrichtest. Erst das Blatt, dann die Füße und jetzt darfst du einen guten Schlag machen und der Ball wird hoffentlich an der Fahne landen. Kann ich mit leben. Die rechte Seite ist eindeutig die Gefahrseite hier. Und was viele Golfer an diesem Loch machen würden, ist folgendes. Sie würden sich sehr, sehr weit nach links ausrichten. Das hat zwei Probleme. Nummer eins, genau jetzt könnte es passieren, dass der Golfer den Ball gut trifft und dann tschüss, fliegt er in das linke Raff. Oder er ist so offen im Vergleich zu wo er hin möchte, dass er den Ball extrem anschneidet. Und der Ball bekommt so ein Bananenspin nach rechts, dass Nummer 1 Länge verloren wird und dass die rechte Seite wieder ins Spiel kommt. So stattdessen mach bitte Folgendes. Wenn deine Bälle einen Drall nach rechts haben, dann schwingst du von da nach da. Du musst gucken, dass du mir zum Ziel schwingst. Nur ich weiß, das kostet Mut, vor allem in so einer Situation. So bitte Folgendes tun. Nur leicht links dich ausrichten. Das würde reichen zum ersten Drittel des Fairways. Dann musst du gucken, dass du auch zu diesem Punkt durchschwingst und nicht nach links. Und dann stärke dein Griff etwas. Statt den Schläger von der Seite zu greifen, greife den von oben und gucke, dass der Schläger in die Finger liegt. Und jetzt solltest du versuchen, deine Fußlinie entlang zu schwingen. Und so hast du gute Chancen, einen sehr geraden Ball zu schlagen und das Fairway zu treffen. Der Abschlag ist ein Ort, wo du deine Lage selber aussuchen darfst. Das ist schön eben und du darfst sogar den Ball aufziehen. Nur beim Par 3, wenn Golfer zum Beispiel Eisen nehmen, sehe ich oft, dass sie den Ball so aufziehen. Das ist zu niedrig. Die Gefahr gibt es jetzt, dass ich den Boden zuerst treffe und das wird natürlich meine Länge beeinflussen und da wartet schön Wasser auf mich. So bitte mindestens eine Fingerbreite vom Boden sollte der Ball liegen. Wenn nicht ein bisschen mehr. Ich drücke ihn immer so rein, übrigens mit Tee so. So wenn der Boden hart ist, komme ich besser rein. Und bei mir sind es ein bisschen mehr. Und was ich tue, ich halte den Schläger auch ein bisschen in der Luft und dann bleibt der Schläger einfach da. Und so weiß ich, dass ich nur den Ball treffen werde oder Ball und dann Boden und dass meine Länge zumindest gut sein wird. So tee reichlich auf, der Schlag ist einfach viel, viel einfacher dadurch. Oh, das war schön sauberer Kontakt. Oh, das sieht gut aus. Das Fairway-Holz. Ich habe ein Holz 5, möchte den Ball möglichst aufs Grün schlagen, das ist weit entfernt, aber ich schaffe das, wenn ich den Ball gut treffe. Vermeide bitte den Fehler, zu versuchen, den Ball mit diesem Schläger in die Luft
zu heben. Wenn du den Ball mit dem Fairway-Holz gut triffst, der wird hoch genug fliegen. Aber darum geht's. So, ich schlage vor, dass wenn du diesen Schläger in der Hand hast, schaue, dass du den Boden berührst. So, gucke, dass du die Arme lang hast im Treffmoment. Das Aufstehen sollte nicht ein Problem sein, weil mit dem Schläger steht man schon ziemlich aufrecht. So, lange Arme muss sein, Bodenkontakt muss sein, aber bitte nicht mit der vorderen Kante, sondern mit der Sohle des Schlägers. Und damit du den Boden mit der Sohle triffst, musst du die Hände laufen lassen. Beim Stand ist der Schaft gerade, im Treffmoment muss der Schaft gerade sein. Dafür brauchst du lockere Hände, um da zu kommen. Du möchtest nicht das tun. So, ich werde jetzt einen Ball schlagen und ich werde einfach gucken, dass ich den Boden treffe. Und mein Gedanke ist, Boden zu treffen mit der Sohle. Der Ball ist einfach im Weg. Go! Er ist auf dem Grün. So, ich glaube, dass ich nur den Ball traf. Aber der Gedanke, den Boden zu treffen mit der Sohle, hat dafür gesorgt, dass ich in diese optimale Holz 5 Position gekommen bin, statt hier oder so. Am Anfang der Golfkarriere ist es sehr leicht, die Arme und Hände einzusetzen, um den Ball zu schlagen, um den Ball weit zu schlagen. So, mache den Fehler nicht. Was du tun solltest, ist, mache einen Rückschwung, starte mit einer Verlagerung, ziehe mit deiner linken Seite, während du die Arme leicht nach unten kommen lässt. Und dann musst du es auch gestatten, dass die Hände durch den Ball locker entwinkeln. Da muss man sich trauen, das zu tun. Aber wenn man das zum ersten Mal macht, mit der linken Seite zu führen und die Hände kommen zu lassen, ist es ein bisschen so ein Wow-Effekt. So, ich habe mein Eisen 8. Und hoffentlich treffe ich das Grün mit diesem Gedanke. So, ich kann dir sagen, meine Hände waren enorm entspannt da. Und mein Ball liegt auf dem Grün. Danke für das Zugucken. Diese Punkte werden dir helfen das nächste Mal, wenn du auf dem Platz bist. Wie fandest du das Video? Wenn gut, dann bitte Daumen hoch. Und in der letzten Reise des Jahres im Robinson Club in Portugal sind noch genau 2 Plätze frei. So, falls du mit dabei bist, bitte unten in der Beschreibung schauen. Ciao.